Fördergeschäft der Bundesagentur. Der Mangel an Arbeitskräften werde allerdings ein immer größeres Problem für den Arbeitsmarkt. Zudem seien der russische Krieg gegen die Ukraine und die Lieferengpässe in der deutschen Wirtschaft eine Belastung für die Aussichten zu schildern. Andererseits profitierten Handel und Dienstleistungen vom Ende der Corona-bedingten Einschränkungen. Der ungarische Minister Viktor Orbán ist mit der EU-Entscheidung zum russischen Ölembargo zufrieden. Er konnte beim sonstigen Ölembargo durchsetzen, dass zumindest durch die Pipeline weiterhin russisches Öl Richtung Westen gepumpt wird. Die Anlieferung per Schiff wird dagegen untersagt. Orbán sagte, ein komplettes Importverbot wäre für Ungarn untragbar gewesen. Das Land deckt rund 2/3 seines Ölbedarfs über die russische Druzhba-Pipeline ab. Ab morgen sollen Benzin und Diesel billiger werden, doch ob das auch in dem Umfang passiert, die Bundesregierung plant, scheint noch nicht sicher. Seit einigen Tagen steigen die Preise wieder, genau wie der Ölpreis. Dazu kommt die Befürchtung, dass die Mineralölkonzerne die Steuererleichterungen nicht an die Kunden weitergeben können. Infos von Neupreis. Finanzminister Lindner scheint genau davon schon auszugehen. Er schickt eine Warnung an seinen Kabinettsbeamten. Wirtschaftsminister Habeck muss auf die Preisentwicklung in der Zeit. Diesel 16,7 und für Superbenzin 35,2 Cent weniger Steuern gezahlt werden müssen. Das gilt aber für den Kauf des Sprit bei der Tankstelle. Wenn also die Tanks unter der Tankstelle voll sind, dann wäre für diesen Sprit wohl der alte Preis berechnet. Die große Unbekannte ist außerdem der Ölpreis. Experten befürchten, dass er im Zuge von Ölembargos gegen Russland weiter steigen wird. NRW-Innenminister Röhl fordert für die Ermittler mehr juristische Möglichkeiten. Manchmal verzweifle er, wenn er sehe, wie schwer es sich mit der Frage des Datenschutzes mache, sagte Reul im ZDF. Auch Niedersachsens Innenminister Pistorius fordert für Grundrisse im Kampf gegen Straftäter. Sie dürfen die private Kommunikation mit anderen Menschen aber nicht lassen. Pistorius erneut das Baukomplex in Wermelskirchen. Ermittelt wird gegen mehr als 70 Verdächtige in 14 Bundesländern. Soweit die Meldungen mit Thorsten Adolfs. Das Wetter. Guten Tag, Thomas Becker aus der Wetterredaktion. Guten Tag. Die Sonne kommt schon mal raus heute, aber im Laufe des Tages kann es auch vereinzelt für Schauer und selten für Gewitter reichen. Und dazu kriegen wir höchstens 15 bis 20 Grad. Morgen wird es auch nicht wärmer, aber Schauer